Wissen Sie, wer hier vor über 800 Jahren an der Wende des Jahres 1192 den Burgberg von Dürnstein hinaufgeritten ist, unfreiwillig allerdings? Richard Löwenherz. An einem Wintertag wie diesem vielleicht kalt und klar. Damals stand anstelle der Ruine eine erst kürzlich modernisierte Burg. Weiter im Hintergrund, auf dem Plateau, kam bald eine weitere Anlage, die Oberburg, hinzu, zum Schutz vor Angreifern aus dem Norden. Die kamen auch. Jahrhunderte später waren die Schweden hier und trugen das ihre zum Verfall der Burg bei. Aber das ist eine andere Geschichte. Richards Gewahrsam war zweifellos komfortabel und standesgemäß. Kein Verlies, vor dem ein Sänger Blondel stand und sang. Nur kurz war er hier. Zu Ostern des folgenden Jahres finden wir ihn schon in Speyer, wo er dem Kaiser übergeben wird. Wer war nun dieser Richard Löwenherz? König von England und Herrscher über halb Frankreich dazu, Kreuzfahrer natürlich, und im Übrigen ganz anders, als das Klischee es ihm zuschreibt. Ein hochbegabter Politiker, ein höchst umsichtiger Feldherr, glanzvoll und tragisch. Wieso aber kam er nach Dürnstein? Nun, auf der Heimreise vom Kreuzzug wird in ganz Süd- und Mitteleuropa Jagd auf ihn gemacht. Er muss die Reiseroute mehrfach ändern. 3 Tagreisen von Marseille entfernt und also schon fast im heimatlichen Frankreich, muss er umkehren. Der Feind, der französische König, lauert hier auf ihn. Er wählt die Adria als neuen Heimreiseweg. Es ist Winter und die See ist stürmisch. Keine Jahreszeit für Reisen auf dem Meer. Und jede Menge Feinde auch hier. Zudem Seeräuber überall. Aber das sind die harmlosesten Feinde. Er verlässt sein eigenes Schiff, zu auffällig ist es und heuert, er kann das, 2 Piratenschiffe an. An der nördlichen Adriaküste ist die Seefahrt dann mit oder ohne Schiffbruch zu Ende. Mit seiner kleinen Truppe ist er von jetzt an im Reichsgebiet unterwegs. Zur langen Heimfahrt quer durch den Machtbereich des Kaisers, eines gefährlichen Feindes. Er reist nun inkognito, jedenfalls glaubt er das. Aber er ist eine zu auffällige Erscheinung, um als Kaufmann glaubwürdig zu sein. Und offensichtlich zu reich. Schon im Friaulischen wird er erkannt. Dem Grafen von Görz bietet er einen kostbaren Ring an, mit der Bitte um freies Geleit. Der lässt ihn ziehen, aber alarmiert die ganze Region. Und nun ist die Jagd auf ihn eröffnet. Wilde Flucht durch Kärnten, Täuschungsmanöver, Verhaftung von Gefährten. In Friesach hat er noch einmal Glück. Ein hierher verschlagener Normanne wird auf ihn angesetzt. Er erkennt ihn und verrät ihn nicht, verschafft ihm vielmehr ein frisches Pferd. So entkommt er mit 3 seiner Leute. In Gewaltritten geht es nun 3 Tage und 3 Nächte lang nach Norden. In einem Vorort Wiens schlägt die Erschöpfung zu. Zwar wartet hier ein Privatfeind aus Kreuzzugstagen auf ihn, der Herzog von Österreich, aber wo sind keine Feinde und es steht ihm noch eine lange Reise bevor. Nach Jahren pausenloser Anspannung will er kurz ausruhen, in einem kleinen Wirtshaus vor der Stadt. Sind es die byzantinischen Goldmünzen, mit denen seine Leute zahlen, die königlichen Handschuhe oder abermals ein verräterischer Ring? Hier wird er gefangen genommen. Danach, möchte man sagen, konnte er sich endlich ein paar Wochen ausruhen, in Dürnstein nämlich, ehe neue, große Herausforderungen jetzt politischer Art auf ihn warteten. Er wird dem Kaiser ausgeliefert. In der Stunde Null zeigt er dann, wer er ist. Es bleibt die Frage, wie schafft es einer, so viele Feinde gleichzeitig zu haben?
Nun, es war eine Verschwörung. Tatsächlich, manchmal gibt es Verschwörungen wirklich. Dass Richard in Dürnstein landete, war das Ergebnis einer solchen.